Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Oh Gott, ich bin fast runtergesprungen. Alter, in der letzten Folge haben wir richtig hart die Viecher weggehauen hier. Holy moly. Wir haben auch fast keinen Schuss mehr. War ich in dem Haus schon drin? War ich hier schon drin? Ich kann es ja leider gerade gar nicht sagen. Ja, ich. Nee, hier war ich noch nicht. Hier liegen noch Zigaretten. Nee, hier war ich schon. Ich habe die nur vergessen, die Zigaretten. Ich wollte natürlich extra hier reinkommen, um die zu holen, ne? Na klar. Ja, stimmt, wir sind ja von hier gekommen. Wir müssten nach da. Da ist die Marigold Station. Da müssen wir rein. Und wir haben keine Schüsse mehr für die Flinte. So, die... Ansonsten haben wir hier alles abgelootet. Die Tür können wir nicht rein. Da sind... Hätte man auch herkommen können. Aber ist nicht so wichtig. Ja, dann sind wir durch. Mit dem geilen Graditch. Und gehen... zur Marigold Station. Ich hasse es jetzt schon, weil... hier sind halt diese scheiß Ameisen. Ich hoffe, dass es sich lohnt. Oh ja, da ist es. Ich sollte Splitterminen auslegen. Der steht da einfach nur. Oh ne, das war eine schlechte Idee. Ich habe keine Schüsse mehr. Fuck. Ich habe ja gar nichts mehr, ey. Wir hätten noch das chinesische Sturmgewehr. Ich glaube, das nutze ich jetzt auch. Gibt es ein bisschen Muni. Scheiße. Natürlich, direkt beim ersten... Ja, Splitterminen, geil. Noch mehr Splitterminen, geil. So, ich glaube, ich wechsle jetzt aber mal auf meine geile Zusatzwaffe. Ist, glaube ich, angenehmer. Aha. Oh.
Aha. Ich sag dir, das war eine gute Idee. Dieses Katana mitzunehmen. Gradys letzte Aufzeichnung. Wer ist denn Grady? Wer ist Grady? Ich weiß nicht, wer Grady ist. Solange er nicht greedy ist. Okay. So. Das kostet natürlich auch schon ein bisschen TP, sich immer hier so mit dem Katana anzuschleichen oder mit dem Schwert. Weil ich muss halt in den Nahkampf gegen Feuerfickameisen, die halt im Nahkampf ultra stark sind. Also, nee, eigentlich sind sie im Fernkampf stark. Weil die ja dieses Feuerstrahl-Ding haben. Dem die erstmal 300 km/h schnelles Feuer rausscheißen können. So, die Frage ist jetzt, wo gehe ich jetzt lang? Gehe ich jetzt einfach hier irgendwo lang? Ich mache mal ein Quick Save. Haha, ding ding, wala wala, bing bing, ui, ua, a, ding ding, wala, bing bing. So. Lol, wie das Feuer da noch so gebrannt hat, so ein bisschen. Hä? Splittergranate. Gib mir die. Alter, wie viele Kronis wir finden hier. Richtig geil. Cronies. Ich hoffe, dass wir bei Level 8 tatsächlich endlich den Schnorrer holen können. Ich weiß, hier Gewicht ist auch geil. Ah, jetzt habe ich so einen elektrischen Leiter mitgeholt. Aber ich finde, es ist besser, wenn man das hier. Mann, wie heißt es? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. What the fuck? Kopf, funktioniere bitte wieder. Ihr wisst, was ich sagen wollte, bestimmt. Nee, ihr wisst es ganz sicher. So, hier müssten wir jetzt wieder an dem einen Ort sein mit den Minen, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich mir sagen wollte. Ach ja, mit den, genau, anstatt die starke Rückenfähigkeit, zuerst die Schnorrerfähigkeit, weil mit der Schnorrerfähigkeit findet man mehr Munition. Und Munition ist wichtiger, gerade als irgendwelche Sachen zu verkaufen. Weil ich, es läuft eigentlich relativ gut dafür, dass wir hier nur mit einem Schwert kämpfen. Aber, und, oh fuck, das ist ein Soldat! What the fuck? Der hat ja richtig verkackt gerade. Oh, Level up! Yes! Sehr gut. Tja, was holen wir? Sprengstoff interessiert mich nicht gerade. Dietrich aktuell auch nicht so. Sollten wir aber mal so ein paar Punkte reinstecken. So auf 55. Ah ja, wir müssen uns noch die Kampfflinte aus dem Tunnel holen gehen, ne? Stimmt, ich muss ja sowieso noch, zu der Familie, ne? Ich muss ja sowieso noch mal da rein. Das können wir direkt hier nach machen. Weil dann können wir uns mit Reparieren 45 dann, die Flinte holen gehen. Ich setze jetzt auch mal auf kleine Waffen. Auf falschen. Für mehr Geld. Und Medizin.
So. Haben wir noch 2 Points. Können wir noch eins in Sprache stecken oder in Schleichen? Wissenschaft müsste ich auch mal erhöhen, aber ich setze jetzt auch mal eins in Schleichen noch rein. So. Wir setzen beide in Schleichen rein. So. Kriegen wir den Schnorrer? Ja! Wesentlich mehr Munition als sonst. Genau. Ich weiß, ich hätte gern noch die Härte einmal. Den Rest interessiert mich nicht. Und halt starker Rücken. 50 Pfund mehr Ausrüstung ist halt geil. Es gibt sogar noch einen zweiten irgendwo. Wie heißt, wo ist denn der? Es gibt noch irgendwie, es gibt noch einen zweiten, glaube ich, wo man noch mal mehr Kram haben kann. Wahrnehmung 6 und Glück 6. Das ist schon Shit. Die muss ich auf jeden Fall. Boah, Schadensbonus von 50%. Das ist auch geil. Ja, ich will auf jeden Fall Schnorrer haben. Und dann danach holen wir uns dann stärker Rücken. Ist ja klar. Das ist auf jeden Fall. Hier und jetzt ist auch lustig. Gewährt Ihnen sofort einen zusätzlichen Erfahrungsgrad mit allen damit verbundenen Vorteilen. Damit kann man halt direkt auf Level 11 kommen. Kann man machen, um halt nochmal 20 Points, also nochmal 20 Fähigkeitspunkte zu investieren. Und man skippt halt ein Level. Und man kann sich dann irgendwas anderes aussuchen. Das ist cool, aber man muss immer bedenken, man verschwendet dann trotzdem eins für dieses, obwohl man ohne das locker auf Next Level kommen könnte. Deswegen mache ich, das wird sich lohnen, wenn du das auf Level 29 holst, damit du direkt auf Level 30 kommst. Da wird sich das lohnen, weil du da instant gerankt wirst. Deswegen werde ich das auf jeden Fall nicht nehmen, sondern ab Level 10, was holen wir auf Level 10? Das ist geil, aber sonst Schlange gut lautlos zu töten. Okay, auf Level 10 habe ich eigentlich tatsächlich nichts wirklich. Oh, das ist geil. Finesse. Hat sich eine Chance, im Kampf einen kritischen Treffer zu versetzen, um das Äquivalent von 5 Punkten Glück. Hört sich gut an, ne? Also Finesse wäre vielleicht interessant. Aber wie gesagt, jetzt erstmal 30 Punkte. Solange sie einen neutralen Karma-Level. Ja, das will ich nicht. Resistenz brauchen wir auch nicht. Starker Rücken. Ja, also erstmal Schnorrer. Fertig. So, alle Munitionsdinger sind jetzt viel geiler. Also nicht nur Munitionskisten, sondern jeder Behälter, wo was drin spawnen könnte, hat jetzt viel geiler Munition. Guck mal hier, 28 Schuss. Geil. 10mm Pistole mit Schalldämpfer. Wie geil. Die repariere ich doch direkt mal. Vor allem, die macht genau den gleichen Damage. Oh yeah, die lege ich mir auf jeden Fall auf die 6 so gesehen. Weil Schalldämpfer ist geil. Damit kommen die, dann checken die das nicht so direkt, wenn aus welcher Richtung du schießt. So, Messer nehme ich natürlich mit. Wie geil ist das denn hier? Ist schon nice, muss man sagen. Ist schon geil. Können wir noch was fressen? Ja, hier. Wir haben jetzt natürlich 270 Life. Intelligenz minus 3, Bewegung plus 4. Das sollten wir uns vielleicht doch mal snacken gleich. Einfach mal. So, geile 10mm Pistole. Aber wir holen uns natürlich das Katana oder das normale Schwert einfach. Das war aber noch nicht alles, ne? Ach, da ist noch eine. Er hat keine Chance einfach. Wie geil. Employers only. Ich sollte diese Mission auch endlich mal aktivieren. Was stand da?
Ah ja. Quelle der Feuerameisen eliminieren. So, explodiere. Oh, Feuermeisenkrieger ist das sogar. Scheiße. Aber der ist explodiert, aber der hat nicht so viel Schaden bekommen. Das ist das Problem, ne? So, wir nutzen jetzt einen Feuermeisennektar. Splitterminen. Komm her. Ich hoffe, das reicht. Ich verwette jetzt alle Minen da drauf. Ist mir egal. Dass das so gut funktioniert hat. Scheiße. Ja, gut. Oh, Werkzeug schon, wo nichts drin ist. Oh, geil. Psycho, Stimpack, Munitionskisten. Hey. Wunderkleber nehme ich mit. Lass ich in Ruhe. Grady's Löschschlau. Ah, Grady's Safe-Schlüssel. Beenden. Warum hole ich den nicht mit? Also jetzt hole ich ihn mit, weil ich dachte, hier wäre der Safe, aber der ist noch gar nicht hier. Der kommt erst noch. Schön Munition sparen. Oh, seht ihr dieses Gas hier? Ich sollte mal eine Splittergranate oder eine Mine da reinwerfen. Ja, komm. Erstmal 7 Minen auf eine Ameise, weißt du? Der Unterschied ist halt so, da sind doch mehr, Alter. Vor allem die scheiß Krieger immer. Warum müssen es denn die Krieger sein? Altmetall ist gut. Nächstes Mal verkaufe ich dem Walter das aber. Ich habe dem schon so viel gratis gegeben. Muss auch mal einmal bezahlen. Also mich. Okay, Marigold. Nairo, Finanzen Clipboard. Würde ich mitnehmen, wenn da ein bisschen
Geld dranhängen würde. Da muss ich rein. Es sind zwei. Ah ja. Huiuiui. Dass die nur 12 EP geben, ne? So scheiß Viecher. William Brandis. Nämlich, also. Oh. Ich habe aus Versehen alles genommen. Ich wollte mir das eigentlich nochmal durchgucken, aber okay. Was hat er denn dabei gehabt? Ich habe es halt nicht. Ich habe halt zu schnell geklickt. Aber hier können wir auf jeden Fall Bleirohr reparieren. Das ist schon mal wert. Ein bisschen wert. Kleidung, was hattest du denn so? Eine Motorradbrille. Ja, die brauche ich nicht. Die kann ich reparieren. Der ist auch Schmutz. Ödland Chirurgen. Medizin brauchen wir nicht, weil wir haben den geilen Umgebungsanzug. So, der hat dann natürlich Ameisenfleisch. Das können wir schon mal essen. Ameisennektar, Stärke plus 4. Aha, okay. Es gibt also auch noch Unterschiede. So, dann gibt es noch eine eiskalte. Der Rest ist, ich hoffe, das war in Ordnung hier. Sehr gut. Wir haben nun leider wieder keine Munition bald. Pümpel brauche ich nicht. Messer nehme ich mit. Ist hier nichts mehr? Weil ich suche immer noch Brady Safe, ne? Ich weiß halt nicht, wo der ist. Oh, ich sehe eine Falle, oder? Hier ist keine Falle. Okay, hacken wir erstmal wieder. Picture. Emotion. Pistols. Changed. Leaving. Statues. Machen das mal so auf die schnelle Variante. Also die, so wie ich es früher gemacht habe. Ich habe früher einfach immer so random geklickt. Manchmal hat es geklappt, aber diesmal hat es nicht geklappt. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal so, wie ich es jetzt neuerdings mache. Finde ich nämlich irgendwie geil, mit diesen ganzen, diese ganzen Codes hier zu finden. So, Keeping, okay, es ist kein Ing, es ist kein S. Geil, hat sich nicht gelohnt. Sollte es vielleicht mal langsam angehen, oder? Branches. Okay. Wahrscheinlich was mit ES am Ende. Ne, Benches. 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 Easy. Nein, Sperre aufheben nicht. Oh, gut, dass ich vorbeigeklickt habe. Ich will doppelte EP haben. So, hier gibt es den Brady Safe. Alles klar. Altmittel. Altmittel. Okay, Kreuzschlüssel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das hier müsste eine Treppe sein, nach unten. So, Brady Safe haben wir jetzt hier. Aber man kann, glaube ich, den Bradys Schlüssel auch ablegen. Oder? Nee, kann ich nicht. Oder ich kann es nur ablegen in diesem Menü hier.
Nee. Nee, geht nicht. Schade. Also man kann keine Schlüssel ablegen, sonst hätte ich den. Übles Nachtzeug, das ist auch ein legendäres Ding. Sprache plus 10, Glück plus 1. Ziemlich geil, weil es ist ein legendäres Nachthemd. Cool. So, aber ich glaube, jetzt kommt gleich noch was. Es kommt jetzt gleich noch was, glaube ich. Ich rüste mal das hier aus. Weil ich mir sicher bin, dass da jetzt noch was kommt. Ich glaube, da greift uns doch irgendeiner an, ne? So, wir haben zwei geile Messer. Trennmesser ist auch übrigens sehr stark. Alter, Schaden 19. Holy shit. Wir sind immer noch überladen. Warum denn? Haben wir noch. Warum bin ich denn überladen? Was habe ich denn mitgeholt? Ich habe da jetzt nichts so krasses aufgesammelt, oder wohl? Ach, eine Laserpistole. Die hat der noch gedroppt. Na gut. Schlagring brauche ich jetzt wohl nicht. Ach, das Trennmesser ist noch wert. Gewicht. Dingsmäßig. Oh, komm, der Snick und so ein Ding rein. So. Ich bin mal gespannt, ob jetzt diese Person kommt, von der ich denke, dass sie kommen wird. Aber gibt es hier keinen Schalter für diese Tür hier zu öffnen? Eigentlich sind das hier nämlich Türen und da sind Treppen drunter, aber hier gibt es keine Möglichkeit. Ja. Ich sage es nur einmal. Her mit dem üblen Nachtzeug. Schon gut, mein Fehler. Es gehört offenbar Ihnen. So, und passen Sie besser auf. Beim nächsten Mal bin ich nicht so nachsichtig. Oh, schön, dass das geklappt hat mit Sprache. Kann man den jetzt eigentlich abknallen? Weil der greift uns eigentlich an. Und ja. Ist nämlich ein Raider. Aber schön, dass wir das noch trotzdem geschafft haben mit dem hier überreden. Das ist ja mega geil. Und wir haben den einfach weggehauen. Ja, jetzt bin ich wieder mal hart. Das ist unfassbar. Ich bin so voll mit irgendwelchem Scheiß einfach nur. Das Dreierbleirohr können wir, glaube ich, wegschmeißen hier. Die ist auch noch wertvoll. Ich bin aber auch überladen mit irgendwelchem Scheiß. Das kann doch nicht wahr sein. Schon mal die stärkere Rüstung. Heilen können wir uns schon mal. Ach komm, wir schmeißen den scheiß Wein weg. Und noch ein Whisky. So. Dafür, dass er mir eine Jagdflinte gegeben hat. Oh. Ihr seht schon, es ist ein bisschen genauer. Zum Glück habe ich Feuer. Das ist nur eine kleine, ne? Ich weiß. So, hier geht's nämlich raus. Und da oben geht's, glaube ich, auch raus. Wir sind natürlich noch nicht richtig an dem Ort. Geht's hier? Ah. Hier ist erstmal die Tür. Und dann geht's schon raus. Okay, hier ist nichts mehr zu looten. Holy shit, ey. Marigold Station. So.
Da waren wir. Da sind wir hergekommen. Ich gehe jetzt noch mal einmal nach da. Weil ich weiß jetzt nicht, von wo ich da hinten gekommen bin. Das teilt sich alles hier schön auf. Und ich möchte noch wissen, ob da hinten was ist. Oder ob das der Gang ist hier, wo Brady lag. Oder... Nee, nicht Brady, sondern der andere. What the fuck? Es ist nicht der Gang. Okay, die zweite Nuka-Cola war eine Verschwendung, aber naja. Ich will ja nichts wegschmeißen. Wir haben eine fucking Magnum bekommen. Ah, ich will die Flinte aber nicht wegwerfen. Warum kann ich die nicht reparieren? Hier war ich doch schon. Hier habe ich doch das Level abbekommen. Lol, warte mal, habe ich den gelootet? Gut, dass ich nochmal zurückgekommen bin. Den habe ich gar nicht gelootet, den Kasten. Ah, lol, da geht's nach... Ah, hier sind wir. Alles verzwickt sich. Okay, dann ist der Gang auch abgeschlossen. Und hier sind wir eben mit dem Krieger hier, ne? Ja. Hier haben wir den Schlüssel gefunden. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.